Hallo, THR Gaming ist wieder zurück und ihr seht's hier, wir spielen Data. Alles online, es scheint zu funktionieren soweit, lädt gerade die Map und hier im TS mit mir sind zwei Kollegen, die das Spiel leider noch nicht haben. Tut mir auch schön leid. Yay, ich spiele DayZ Standalone, ich glaub's nicht. Wenn ich könnte, würde ich dich jetzt gerade kicken. Ich weiß. Ja. Echt jetzt? Würdest du mich kicken? Ja, jetzt würde ich dich kicken. Einfach weil. Einfach weil? Mhm. Ist mir jetzt egal, ehrlich gesagt. Ist mir scheißegal, was du denkst. Ich spiele jetzt einfach. Fresse! Fresse halten! Ist mir egal. Ja, ja. So, ich bin hier in einem Dorf gespawnt. Leider keine Angabe, wo ich genau gespawnt bin. Es ist auf jeden Fall Nacht, stockfinster. Aha. Ahahaha. Schade, wa? Ja, ich sehe nicht besonders viel, ja. I feel run down, sagt er mir. Also diese ganzen Einblendungen auf der Seite, das ganze Interface ist weg, was ihr aus der Mod kennt, ist alles weg. Da vorne ist ein Zombie. Also eine Zombie-Dame. Ist was? Ja? Zombie-Damen gibt's. Gibt auch Kinder. Nee, Kinder gibt's oh. Nicht. Laber kein Bullshit. Doch, du kannst Kinder spielen. Wie, du kannst? Ah, echt? Soweit ich weiß. Also ich habe irgendwo in einem Let's Play mal ein Kind gesehen, aber... Ohne Scheiß, du hast Zombie-Kinder gesehen? Nein. Spielerkind. Also Spielerkind, okay. Als Kind spielen, so, fuck. Hm. Ach so. Was ich eigentlich noch viel kranker finde, hallo? Da steht noch ein Zombie im Feld. Aber die sehen mich nicht, wenn ich hier so rumgammle. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil es auch dunkel ist. Finde ich super. Tschüss. Tschö, bis dann, ne? Ich spiel derweil DayZ. Ja? Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Ich weiß auch nicht, die Zombies, wie viel Damage das die machen und den ganzen Bullshit. Das ist jetzt auch für mich ein Experiment. Anscheinend wurde dermaßen viel an dem Spiel geändert. Also ich habe jetzt mir in den letzten Wochen mal die Dinge angeguckt von Dean Hall, also die Videos, die Livestreams hier gemacht hat. Und geändert hat sich sau viel, also von dem, was ich da beurteilen konnte. Gut, hier ist kein Zombie, ich gehe jetzt mal rein. Die Zombie, anscheinend gibt es jetzt auch Gebäude, ne? Snuddy, die für Zombies optimiert wurden. Das heißt, Zombies können in den Gebäuden genau gleich schnell laufen wie draußen. Ist nix mehr mit, ich renne da kurz rein. Hast du schon mal Tscherno gesehen? Ja, mit den Hochhäusern. Hast du gesehen, wie viele Häuser das sind? Ja, ja. Also scheiß drauf, wenn die in Häuser reinkommen, Mann. Stell dir einfach mal die Situation vor, du sitzt irgendwo auf einem Haus und ziehst unten einfach ein paar Spieler. Das ist schon übelst geil. Das ist richtig geil. Ich spiele jetzt übrigens... Ich hoffe, die Zombies sind jetzt hier nicht im Haus drin. Das wäre natürlich doof. Man kann übrigens jetzt mittlerweile in wirklich viele Häuser rein. Es ist nicht mehr so, dass man da in die meisten Häuser einfach gar nicht rein kann. Ich muss mal gucken in den Einstellungen. Ja, die Krankenhäuser wurden auch ausgebaut. Ich muss kurz gucken in den Einstellungen, ob ich da mit der Gamma ein bisschen hoch kann. Dass man hier auch was sieht. Sieht aber immer noch scheiße aus. Basiert ja übrigens auf derselben Engine. Die wurde überarbeitet, klar, aber es ist halt immer noch dieselbe Engine. Ein bisschen überarbeitet, massiv, sehr. Ja, die wurde massiv überarbeitet, klar, aber ich meine... Das merkt man jetzt beispielsweise, wenn ich hier die Gamma hochschraube, sieht es immer noch genau gleich scheiße aus wie bei Arma. Was erwartest du denn? Gamma hochschraubst. Okay, ich guck mal kurz mit Tab, habe ich mein neues Inventar. Was habe ich hier dabei? Ich habe ne. Was ist denn das? Flashlight. Ich habe eine Taschenlampe und eine Batterie hätte ich dabei. Black Jeans, Schuhe und ein T-Shirt. Anfangs hat man auch relativ wenig Platz im Inventar, weil es eben daran liegt. Ist da unten ein Zombie irgendwo? Nee. Nee. Das liegt natürlich daran, dass man nur eine Hose anhat und die Hose hat halt dementsprechend wenig Platz. So ist so ziemlich realistisch gerade das Ganze. Hier finde ich Water Bottle. Mit two hands, ja. Will ich? Nee, ich will nicht trinken. Und so mal Menü auf. Hier habe ich mein Menü. Ich kann die Flasche kann ich nur in den Händen tragen, weil ihr seht hier, ich habe hier wirklich nur 4 Slots. 2 von 4 sind schon belegt, weil ich die Taschenlampe habe mit der Batterie. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas finde. Rucksack wäre natürlich geil.
Ich muss auch noch ein bisschen klarkommen mit den ganzen Meldungen. You feel worn out und so ein Zeug. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ja, gut, hier in dem Haus scheint nichts mehr zu sein. Aber eine Wasserflasche habe ich gefunden. Man kann übrigens Zombies auch schlagen. Man kann die mit den Fäusten prügeln, das geht. Und wenn man die in den Kopf trifft, dann fallen die auch um, gehen die K.O. Jo. Der Assi ist immer noch von unten auf dem Feld, das ist sehr gut. Das heißt, er hat mich nicht gehört. Und ich gehe dementsprechend hier nach unten. Frage mich, ob ich hinten raus kann. Nee, die Tür ist geschlossen. Okay, dann gehen wir hier halt wieder raus. Ist es möglich, dass der Steam Store bis hier am Laggen ist? Das ist sehr gut möglich, wenn 1000 Leute sich dieses Spiel kaufen wollen, ja. Also es ist denkbar, sage ich jetzt mal. Hier komme ich nicht rein, schade. Ja, ich glaube, das ist auch faktisch. Also das Store an sich, der laggt jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt irgendwie mal in Einkaufskorb gehen will, dann ist mein Steam-Fenster weiß komplett. Das ist natürlich doof. Oh ja, schon. Aber Leute, ich spiele Daisy Halt die Standalone, ich Fresse. glaub's nicht. Sorry. Es ist unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Da vorne Er ist sollte nichts. ja letztes Jahr Im Dezember rauskommen. Ziemlich Sommer. genau. I feel like taking a nap am Arsch. Da vorne ist ein Zombie. Ich werde dann fast. Soll ich das mal prügeln? Ja, ich gehe da wahrscheinlich drauf, aber ich könnte es probieren. Ich meine, es ist ja eh Nacht und alles. Kack-Zombie. Die haben, also die meisten Zombies haben, wie ich das verstanden habe, haben was dabei. Sollte man jedoch nicht unbedingt essen, das, was die, also falls die Esswaren dabei haben. Nee, weil es kann sein, dass du dir dann ein Virus einfängst und dann musst du dir Antivirus-Tabletten, so ein Bullshit organisieren und auf das habe ich keinen Bock, vor allen Dingen, weil das relativ komplex ist. Die haben anscheinend so ein richtig komplexes System eingebaut. Hab dich mal in Steam geedit. Ah, das bist du, der Epic Sax Guy. Ja. Ich nehme mich mal wieder um, das war bloß ein Trollname von Counter-Strike. Ja. So, ihr verzeiht mir, wenn ich hier durch die Gegend schleiche, aber also rum. So wie ich mich Nee, tun jetzt wir hier gerade nicht. vorbewegen. Doch, doch, tut die. Nein, tun wir nicht. Hundertprozentig, tun die. Nein, Doch, nein, doch, nein, doch. nein, 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 nein. Fick dich, Snuddy. Nein. Wie, jetzt ficken willst du Willkommen dich auch in mein nicht? Shopping Cart. Aber schade, dass es Nacht ist. Sehr, sehr schade. Aber die laufen halt nach deutscher Zeit und ich nehme an, das ist alles Realtime und das ist natürlich doof. Vor allen Dingen, wenn ich erst nachts aufnehmen kann. Schleiche jetzt hier durchs Haus, also neben dem Haus durch. Oh, Alter ich Flo, hast heile du auch gestern wirklich ein das Video von Steve Cardinal gesehen, bisschen. Ein Zombie. Von wem? was ich auf Facebook gepostet habe? Nee. Können wir das kurz zusammenschauen? Ich habe selten so gute Laune gehabt nach dem Video. Warte. Du hast gute Laune, echt? Gibt's das? Nee, wenn du so weiter sprichst, nicht. Warte, So, komm, hier lass nochmal ein uns einen Haus anderen checken. Channel gehen da. You feel like having a drink. Ich könnte jetzt. Wow, die gehen jetzt raus aus dem Chat. Gut. Dann spiele ich Remember halt your alleine chain. weiter. Ist auch okay. Ich mache die Tür wieder zu. Checke hier oben kurz das Haus. Es tut mir echt leid, dass es hier alles dunkel ist und Nacht und alles, aber da kann ich leider nichts für. Ist halt nun mal Nacht. Ich könnte theoretisch die Taschenlampe ausprobieren, aber die Frage ist, ich probiere das kurz mal aus. Also man kann Sachen beispielsweise aus dem Inventar nehmen und in hier ziehen, dann hat er die in der Hand. Drink, ja. Ich kann die echt nirgends hin tun, das ist ein bisschen nervig. Okay, hier oben ist die Hand. Gut. Dann legt er eben die Bottle ab, aber die ist ja leer, von daher spielt das keine Rolle. Pack die mal hier in die Hände rein. Kann ich die hier unten reinziehen, genau, oder? Ja. Und die Batterie, zack, da rein. Attach, swap alkaline and flashlight. Attach alkaline. Gut, dann machen wir die da ran. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Take a swig. Turn on.
Jetzt habe ich hier eine Taschenlampe. Die natürlich ist natürlich noch alles verbuggt. Aber naja, das liegt halt daran, dass es noch der Alpha ist. Also die Leute, die sich wundern, also wenn ihr das Spiel euch überlegt, das Spiel zu kaufen, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr mit Bugs rechnen müsst. Ist ganz klar. Take Grey Beanie Hat. Ja, ich habe einen Hut gefunden. Sehr toll. Guck mal hier. Ha! Jetzt habe ich einen Hut auf. Sehr nice. So toll. Und hier unten kann man, sieht man dann alle Attachments, die man für ein bestimmtes Objekt hinzufügen kann. Hier beispielsweise die Batterie zu der Taschenlampe und alles. Hier oben sind meine Kleidung halt. Das sind die Jeans, die kann ich anwählen. Wenn ich jetzt einen Rucksack hätte, könnte ich den hier oben auch anwählen und hätte hier dann hier unten das Inventar dementsprechend wie jetzt hier bei den Jeans. Ist jetzt leider hier nicht der Fall. Gut. Es ist, und das hier, also dieses Video soll auch ganz klar ein First Look sein meinerseits. Ist es nicht, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie voll jetzt eine 3-4 Stunden durchzocken. Würde ich natürlich sehr gerne, aber leider habe ich die Zeit nicht, weil ich auch morgen wieder früh raus muss und alles. Von daher wird das hier nur ganz kurz ein kurzes Video. Ich möchte auch so schnell wie möglich dieses Video hochbringen, weil ich weiß, dass dann nach mir 1000 Leute kommen. Ui, scheiße, nein, nicht anschalten. Gut, die Tür lassen wir halt offen, so scheißegal. Da vorne hat doch der Zombie da hinterm Haus. Gut, ich versuche jetzt hier einfach mal ein bisschen vielleicht eine Waffe zu finden oder sowas. Und nicht gleich einem Zombie in die Arme zu rennen, wenn es irgendwie geht. Die sehen mich ja, so wie ich das verstanden habe, überhaupt nicht. Sowieso nicht wirklich gut. Denn danach sollte kein Ding sein. Ist ja stockfinster. Gut, ich habe auch keinen Plan, wo ich bin. Es kam auch keine Meldung am Anfang. Aber eben, Alpha, also falls ihr Bugs seht oder wie jetzt vorhin das mit der Lampe, dass da irgendwie das Licht total woanders hingeleuchtet hat, als ich da eigentlich hingeguckt habe. Das liegt definitiv daran, dass ich eben das Ganze noch in der Alpha befinde. Okay, ich laufe hier lieber im Gras als auf der Straße, das macht weniger Lärm. Gewöhnungssachen aus Daisy. So, ich weiß, ich müsste eigentlich das Dorf looten, aber ich möchte euch ein bisschen hier die Umgebung zeigen. Leider sieht man das jetzt hier bei Nacht nicht besonders gut, aber es geht mir mehr darum, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie anders dieses Spiel doch ausschaut. Schon nur das Inventarsystem. Das hat wirklich nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr mit Daisy Mod zu tun. Überhaupt nicht. Das ist ein komplett anderes Spiel. Ich habe mich letztens auch mit einem Kumpel drüber unterhalten, eben, der meinte halt, dieses Spiel würde frühestens 2018. Und ich meine, das war vorgestern, ne? Wir haben vorgestern drüber gesprochen. Und er meinte so, ja, das Spiel wird frühestens 2018 erscheinen in der Alpha. Habe ich gesagt, ja gut, aber so wie ich das verstanden habe von Rocket, sollte theoretisch die Alpha noch dieses Jahr rauskommen. Und tada, unverhofft, tatsächlich im Steam Store erhältlich, plötzlich, bam. Ich war schon im Begriff, ins Bett zu gehen, ne? Gerade. Und dann sehe ich so auf YouTube, dass Dean Hall ein Video hochgeladen hat. Daisy Standalone Release Trailer. Ich so, okay, schaust du das Ding mal an. Dann direkt auf Steam geguckt und das Spiel war tatsächlich da. Ich muss sagen, das war jetzt die Überraschung des Tages. Heute war ein guter Tag. Heute war echt ein guter Tag. Ist das ein Zombie da oben? Ah, nee, das sind euch jetzt. Gut. Ich bin auf jeden Fall hier. Das ist nicht so eine große Siedlung. Ich könnte tatsächlich. Ich bin ja da bei der Kirche gespawnt. Ich könnte tatsächlich versuchen. Weil ich denke nicht, dass ich hier was Großes finden könnte. Aber ich könnte da bei den Scheunen da unten nochmal nachschauen, ob ich da was finde. Aber wenn es so dunkel ist, dann sehe ich auch echt nichts auch in den Scheunen und so ein Scheißdreck, wenn ich drin bin im Haus oder so. Das ist natürlich doof. Aber was will man machen? Es ist nun mal, Daisy ist vor 20 Minuten ungefähr erschienen und ich spiele dieses Spiel schon, es ist unglaublich. Wie wir vorhin gesagt haben, 4,9 GB ist ganz groß, kostet 24 Euro, also 23,99 € momentan in der Early Access Variante. Wenn ihr euch die kauft, dann habt ihr einfach immer Zugriff auf alle anderen Versionen, die dann noch folgen werden, natürlich, das ist so bei den Early Access. Und ich denke, 24 Euro für ein Spiel wie Daisy, was so langfristig Potenzial hat. Es gibt wohl kaum ein anderes Spiel momentan auf dem Markt, was langfristig so viel Potenzial hat wie Daisy. Und deswegen habe ich es mir auch direkt geholt. Und ja, dann denke ich mal, das war's vorerst für den ersten Einblick von Daisy. Die anderen beiden sind auch wieder zurück und die haben das Spiel immer noch nicht.
Oder? Ey, mach mal die Musik aus, du Sack! Er macht mir einfach meinen kompletten Stream kaputt. Alter Schwede, jetzt muss ich hier drüber laben, beziehungsweise seine Audiospur hier rausnehmen, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn er mir dann noch hier mit GEMA-Musik das Ganze zuspammt, dann kann ich das Video direkt vergessen. Deswegen hört ihr jetzt seine Musik sowieso nicht, weil ich das aus der Soundspur einfach rausschneide. Hat er versucht, mich zu trollen. Sowas, aber ohne Scheiß, ey, sowas kannst du echt nicht bringen, weil gerade wenn du Musik ablässt, dann bin ich sowas von gefickt, gerade in Zeiten wie heute. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle die erste Folge DayZ Standalone Alpha Early Access. Da oben rennt ein Spieler, sehen wir die Lampe, seht ihr die Lampe da oben? Da oben rennt irgendwer rum. Wird das gesehen mit der Taschenlampe da oben? Der hat ja auch noch Spaß, hier mit der Taschenlampe rumzurennen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde demnächst weitere Folgen von DayZ aufnehmen. Bis dann, Leute. Haut rein. Du bist ein Assi-Sack, weißt du das?